Ja, Dörte, ich freue mich sehr, dass wir heute ein bisschen sprechen können über deine Bezüge zu den systemischen Ansätzen und den transaktionsanalytischen Ansätzen. Für mich warst du immer der Brückenbauer, die Brückenbauerin zwischen diesen beiden Welten. Und ich habe mich dann gefragt, wie kam es eigentlich dazu, dass du so aus beiden vielleicht die für dich passenden Teile zusammengefügt hast? Ja, erstmal freue ich mich, wenn du mich als Brückenbauerin siehst. Das bin ich wirklich gerne und erlebe ich auch zunehmend so. Und freue mich dann, wenn von systemischer Seite Interesse an der Transaktionsanalyse da ist und von der TA-Seite Interesse am Systemischen ist. Und ich glaube, das hat eine ganz lange Geschichte. Also zum einen, glaube ich, habe ich schon die Transaktionsanalyse auch kennengelernt, in einer Sichtweise, die vieles von dem systemischen Bezugsrahmen auch schon integriert hatte. Ich habe sie ja beim Bernd gemacht in den Anfang der 80er Jahre. Und das war nie ein dogmatisches, das ist ein Buchstabieren der TA-Modelle. Und gleichzeitig ist es auch ein Teil meiner Persönlichkeit, dass ich sehr gerne die Weite habe der Konzepte und wenig dazu neige, Sachen für Wahrheiten zu erklären oder dogmatisch zu sehen. Und deshalb hat zusehend bei mir auch diese Auseinandersetzung mit der TA als Lehrende dann auch dazu geführt, mich manchmal eher ja, irritiert zu fühlen durch die Art und Weise, wie Konzepte doch als sehr festlegend beschrieben wurden. Und durch das systemische Gedankengut, was ich einfach auch durch Weiterbildung hatte und auch durch den ganzen Bezugsrahmen, in dem ich arbeitete hier, auch gerade im ISB, war zunehmend für mich deutlich, dass die TA ihren großen Wert hat, dieses Ordnungssystem zu bieten, mit dem man Verhalten und Erleben von Menschen gut verstehen kann, so die Antreiber als Beispiel, und es gleichzeitig aber es gar nicht notwendig ist, das als Wahrheit zu sehen, sondern einfach als ein Narrativ. Und da verbindet sich einfach ganz viel und sehr leicht von den Theorien her. So die Skripttheorien der TA ist ja so ein Herzstück und gleichzeitig ist es eigentlich ein System, um Wirklichkeitskonstruktionen in eine auch Sprache zu bringen, sodass sich dann in meinem Brückenbauen sehr leicht entwickelt hat, die Idee, Lebensskript ist eine schöne Theorie, aber sie ist einfach eine Möglichkeit, menschliche Biografie zu erzählen. Und es war nicht so. Du bist ja seit fast 40 Jahren bei uns hier als Weiterbildnerin tätig, du bist Coach, du bist Beraterin. Wie zeigt sich diese Arbeit mit diesen beiden Ansätzen in deiner Praxis? Die zeigt sich einmal als Lehrende in meiner Haltung wirklich, dass ich sehr gerne also einen Freiraum biete, sich mit bestimmten Ansätzen auseinanderzusetzen, auch als TA-Lehrende mit Konzepten der TA, aber auch immer wieder so das Spiel so zu sehen, der Möglichkeiten, Dinge unter verschiedenen Scheinwerfern zu betrachten. Und im systemischen Kontext, wo ich mir Systemisches lehre, ist einfach für mich die TA eine wunderbare Ergänzung an den Stellen, wo Menschen, gerade die jetzt aus einem Hintergrund kommen, der Profession, der Wirtschaft oder der Technik heißt, so ein Stück praktische Psychologie zu bieten, weil das die Stärke einfach der TA ist, ja. Mit relativ einfachen Konstrukten oft ja, vieles anschaulich deutlich zu machen. So, das ist der Teil für die Lehre und als Coach finde ich das einfach eine ganz wunderbare Ergänzung. Zum einen, dass ich auch da diese systemische Grundhaltung, dieses ressourcenorientierte nach Möglichkeiten suchen und der Blick immer wieder auf die Kontextbezogenheit, dass das einfließt in meine Arbeit. Aber auch genauso, dass mir Modelle aus der TA einfach sehr hilfreich sind, um eine Sprache zu finden für manche Muster der Gestaltung, sodass ich mir, glaube ich, eins ohne das andere gar nicht mehr denken könnte. Ne? Zum Beispiel so ein Konzept wie Antreiber wird in der klassischen TA wenig kontextbezogen reflektiert, mit der Idee, ich habe einen Antreiber und dann bin ich zum Beispiel in einem bestimmten Modus. Und ich finde es äußerst interessant, dann zu fragen, in welchen Kontexten springt dieser Antreiber nicht an. Und manchmal ist die Lösung eher, den Kontext zu wechseln, als noch jahrelang an seinem Antreiber zu arbeiten. Das ist ein gutes Stichwort, der Kontext. Wir haben ja hier ganz viele Menschen aus dem Organisations- und auch Unternehmenskontext. Viele, die in ihren Organisationsrollen hier teilnehmen,
Wie ist denn deine Sichtweise auf dieses Konstrukt Organisation aus der systemischen, aber auch aus der transaktionsanalytischen Perspektive? Wie verstehen die Ansätze Organisation und auch die Menschen in Organisationen? Das ist ja ein altes Thema, woran sich auch viel die systemische Szene abgearbeitet hat. Ja, also ich glaube, wenn ich das mal so ein bisschen kernprägnant kontrastiere, dann sehen die Idealer schon schwerpunktmäßig so den Mensch in Organisationen und die Muster so der persönlichen Selbststeuerung natürlich auch in Resonanz auf die Organisation. Und aus systemischer Sicht, denke ich, ist die Organisation und die Subsysteme einer Organisation sind stärker als eigene sozusagen Bezugssysteme im Blick. Und da auch da finde ich eine wunderbare Ergänzung. Jetzt haben wir ja hier auch viele junge und jüngere Beraterinnen und Berater und Coach und Coaches. Was ist denn das, was du denen mitgibst? So, du hast ja auch viel mit den Jüngeren in den Curricula zu tun. Was ist so deine Mitgabe für ihre eigene Professionalisierung? Also ich glaube, ganz entscheidend für mich in all dem Professionalisieren ist die Unterstützung, so eine Haltung des Urteilens und Bewertens eher zurückzunehmen, hin zu einer Haltung so des Verstehenwollens, des Neugierigseins. Weil da merke ich eigentlich die stärkste Prägung immer aus unserer Kultur, in der wir sehr schnell werten. Das fällt auch in den Seminaren auf. Wenn es nicht immer wieder bewusst gemacht wird, sind die reflektierenden Teams oft auch Teams, die beurteilen. Und diese Haltung zu verändern, das finde ich eigentlich das wichtigste so Ziel für mich meiner Professionalisierung und freue mich auch, wenn das Teilnehmer sagen. Sie sagen, also meine Haltung hat sich verändert zu dem, was ich tue. Und ein wesentliches Element ist wirklich diese Rücknahme von Wertung, die das Arbeiten auf beiden Seiten sehr viel leichter macht. Da freuen wir uns auch, dass du hier am ISB noch weiter in den Formen mit uns zusammenarbeiten wirst. Vielen Dank. Danke dir.